Vom Rahmen des Systems, was wir untersuchen, sind wir eben im Klima, in der Klimaforschung mit einem System, wo wir eigentlich nicht intervenieren können. Also wir sind zwar irgendwo als Menschheit gerade dabei, ziemlich stark zu intervenieren, aber das ist nicht gerade ein kontrolliertes Experiment. Und dieser Aspekt führt eben dazu, dass wir wirklich in der reinen Observational Causal Inference, in der Beobachtungskausalinferenz sind und nicht intervenieren können. Und da nutzen wir die verschiedenen Datenschätze, die wir aber in der Klimaforschung haben. Also Satellitendaten, Messungen von Stationen und diverse andere. Und da ist nochmal eine Herausforderung, dass das sehr hochdimensionale Datensätze sind. Das sind typischerweise eben auf einem globalen Grid gesammelte Daten, also von jedem Ort der Erde. So ein Satellit misst sozusagen irgendwo auf jeder Erde alle paar hundert Kilometer irgendwie mit so einem, je nachdem, welche Verfahren man benutzt, verschiedene Variablen, Temperatur, Luftdruck, Regenfall, sehr viele Variablen kann man da über Satelliten messen und das ist so ein sehr reichhaltiger Schatz, den wir in der Klimaforschung haben, dafür, dass wir nicht experimentieren können. Es gibt viele, viele Fragestellungen, einfach weil die Klimaforschung eigentlich auch schon ein älteres Gebiet ist. Es gibt auch wenn man in die Geschichte zurückgeht, schon seit den, sagen wir, 1920ern Fragen einfach von Ursache und Wirkung in der Klimaforschung. Damals wurde zum Beispiel von Sir Gilbert Walker, der die El Niño-Southern Oscillation entdeckt, dieser Zusammenhang. Und das basiert auf Luftdruckmessungen an verschiedenen Orten im Pazifik. Also Darwin, Tahiti sind so zwei Messstationen, wo eine Korrelation gemessen wurde. Und Sir Gilbert Walker hat dann auch mit den Joule-Walker-Gleichungen zum Beispiel in der Statistik diese Regression, autoregressiven Modelle weiterentwickelt. Und seitdem spielt eigentlich die Regression, die Korrelation in der Klimaforschung eine große Rolle. Und seitdem spielen Themen wie, was beeinflusst zum Beispiel El Niño alles für Prozesse weltweit? Das ist so ein Phänomen im Ostpazifik von sehr warmen Temperaturen, die da alle paar Jahre auftreten und dann wiederum anomal kühlere Temperaturen. Und dieses System, weil es in den Tropen ist und von da sehr viele sogenannte Telekonnektionen zu anderen Orten der Erde existieren, hat das sehr viel globale Einflüsse. Also Trockenheiten irgendwo in Peru sind so das nahegelegenste, aber das hat Einwirkungen auf Kalifornien, auf Regenfälle dort, auf das nordatlantische System. Also diese Telekonnektionen erstrecken sich eben auch über die verschiedenen Weltmeere. Und dann gibt es viele Studien, die eben suchen, wie sich jetzt extreme Ereignisse in Europa zurückführen lassen auf einen bestimmten Zustand vom Ostpazifik, weil das so ein einflussreiches Gebiet ist. Da ist sehr viel Konvektion, von da führt es über obere troposphärische Luftschichten, gibt es sehr viele Telekonnektionen, die dadurch entstehen. Und die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Regionen, die sind sehr viel gefragt. Das so als ein Aspekt zum Beispiel. Also zum einen gibt es das Prozessverständnis auf der mikroskopischen Ebene. Das sind sowas wie die Navier-Stokes-Gleichung, die einem die Flüssigkeitsströmung und die atmosphärischen Strömungen beschreiben. Und dieses Wissen, diese Gleichungen, die physikalischen, die man da kennt, Energieerhaltung, die werden auch in Klimamodellen benutzt. Die fließen genau darin ein. Deswegen haben wir so gute Klimamodelle, vielleicht verglichen mit anderen Wissenschaften, die ziemlich realistisch eben das System Erde simulieren können. Und das ist wieder mal so ein Beispiel. Wir haben zwar keine Experimentiermöglichkeit, aber wir haben diese Modelle. Und diese mikroskopische kausale Ebene ist aber eben zu unterscheiden von der makroskopischen, zum Beispiel, worauf hat El Niño Einfluss? Klar sind irgendwie, das ist ein kontinuierlich physikalisches System, da passiert irgendwas im Ostpazifik. Diese Abhängigkeiten gehen dann zu Rossby-Waves über, zu verschiedenen atmosphärischen Wellen, die sich woanders hin ausbreiten. Aber dann ist eben interessant die Frage auf der makroskopischen Ebene, wie kann man da die Abhängigkeiten zwischen den Variablen beschreiben?
Das ist, glaube ich, auch in der Psychologie oftmals irgendwie so, man will nicht nur mit Hirnströmen agieren, sondern man hat dann Konzepte und will zwischen diesen Konzepten die kausalen Muster oder lernen. Und genauso ist es in der Klimaforschung. Man hat das Konzept El Niño, man hat irgendwie das Konzept der nordatlantischen Oszillation und will dann da Kausaleffekte berechnen oder kausale Netzwerke aus den Daten schätzen. Das heißt, das Zusammenspiel ist da dadurch gegeben, dass die Theoretiker haben oftmals Theorien irgendwie, wie zum Beispiel es zu Extremereignissen kommt. Da ist eine Möglichkeit, dass sich der Jetstream in einem bestimmten Muster befindet und daran, so man sagt, blockt, dass der also so ein Wellenmuster ausbildet und das nicht so weiter wandert schnell, sondern wochenlang verharrt. Und dann hat es da eben Tröge von Hochs und Tiefs, die dazu führen, dass entweder Starkregenereignisse oder eben Dürren über mehrere Wochen entstehen. Auch die Überschwemmungen zum Beispiel im Ahrtal werden hypothetisiert, dass sie mit diesem Effekt zusammenhängen. Und das spielt sehr stark eine Rolle, wie die Variablen ausgewählt werden, zum Beispiel, die wir jetzt weiter in der Kausalforschung nutzen. Es gibt ja unfassbar viele und das ist auf Expertenwissen beruhend, was da gewählt wird. Das ist sozusagen in der Hinsicht viel eine Arbeit mit Theoretikern, ja. Also Klimamodelle sind unsere Tools, um Experimente zu machen und das wird sehr viel gemacht. Einerseits auf so einer kurzskaligeren oder Variante, in der man zum Beispiel irgendwo im Ostpazifik, wieder mal um das Beispiel zu belassen, eine Intervention einführt. Man führt da zum Beispiel ein El Niño-Event herbei in einen stark erwärmten Ozean und schaut, was für eine Auswirkung das hat im Klimamodell. Man macht das eben auch häufiger, macht Ensembleläufe, also über verschiedene Initialbedingungen und dadurch kriegt man dann Verteilungen davon, was sich dann weltweit zum Beispiel ändert, verglichen mit dem kontrollierten Control Run, sagt man dazu. Und diese Art von Experimenten, sie werden dazu benutzt, um solche Kausalitäten innerhalb des Systems zu beantworten. Die Frage, die in der Klimawandelforschung relevant ist, ist ja die, wie sehr erwärmt sich die Erde? Also da ist die Frage, ob nicht so mehr relevant, das haben wir hinter uns zum Glück, aber die Frage, wie stark, also hier ist dann die Intervention der CO2 oder die Trajektorie, das Szenario des CO2-Ausstoßes und welche Effekte hat das? Und nicht nur, wie stark erwärmt es allgemein die Erde, das ist natürlich ein Thema, was für politische Verhandlungen wichtig ist, wie jetzt in Glasgow demnächst, aber auch sowas wie Attribuierung von Extremereignissen. Da kann man dann eben sich ein Modell anschauen, indem man den Klimawandel sozusagen rausnimmt, indem man die CO2-Einfluss auf die Atmosphäre so belässt, wie sie wäre, wenn der Mensch keinen Einfluss hätte. Dann berechnet man da eine Verteilung von der Wahrscheinlichkeit der Extremereignisse und macht das Ganze unter dem Ist-Zustand, auch mit einem Ensemble. Und kann dadurch sagen, wie wahrscheinlich ist ein solches Ereignis, hätte es nicht den Klimawandel gegeben. Das ist die wichtige Frage der Attribuierung. Da spielen also, und das ist ehrlich gesagt, das macht man mit den Klimamodellen, man kann das mit der kausalen Inferenz formalisieren, da gibt es Arbeiten zu, die das irgendwo da schön einrücken, aber da ist relativ klar, wie man das macht. Und das ist so, dass wie man kausale Inferenz, wie man das framed in der kausalen Inferenz, in welchen Rahmen man das dort stellt. Dann gibt es noch viele weitere interessante Fragestellungen zusammen mit Klimamodellen. Und da ist zum einen wie kann man die Klimamodelle an sich verbessern mit kausaler Inferenz, also wirklich die Gleichung sozusagen verbessern. Und das zweite ist, wie kann man, da wir ja nicht nur ein Klimamodell haben, wir haben Dutzende, jedes ist ein bisschen anders parametrisiert, sagt man. Jedes löst die physikalischen Gleichungen, die ja natürlich die gleichen sind, die man aber in verschiedener räumlicher Auflösung simulieren kann, wo man verschiedene Prozesse wie die chemischen Prozesse verschieden parametrisieren kann, wo man gewisse Entscheidungen hat, die irgendwo dadurch, dass man nicht genau weiß, wie die Prozesse funktionieren, eine Unsicherheit ergeben. Dadurch hat man unterschiedliche Projektionen, also unterschiedliche Vorhersagen der einzelnen Klimamodelle. Und jetzt kann man da versuchen, auch kausale Inferenz anzusetzen, um zu entscheiden, wie man die zusammenführt oder auch wie man die Klimamodelle vergleicht.
Vielleicht sage ich kurz zu dem einen und dem anderen Aspekt was. Also der eine ist, wie kann man die Klimamodelle verbessern? Die Gleichung, da ist zum Beispiel ein heißes Thema gerade, dass wir versuchen, diese Parametrisierung, das muss man sich so vorstellen, diese Klimamodelle haben eine Auflösung über dem Ozean zum Beispiel von mehreren hundert Kilometern. Das heißt, so eine Simulationsbox nimmt dann als Input die Umgebungsvariablen, Temperatur, Luftdruck und so weiter und partielle Differentialgleichung und sagt dann im nächsten Zeitschritt ist dann der nächste Wert so und so gegeben über die Gleichung, der Navier-Stokes-Gleichung und so weiter zum Beispiel. Und wenn man sich aber anguckt, was eine Wolke ausmacht, die ist ja nicht 100 Kilometer groß, die ist ja viel kleinskaliger. Das heißt, die Wolken werden parametrisiert, also die werden nicht wirklich simuliert, wie irgendwie sich aus Kondensationskeimen so eine Wolke bildet, sondern die werden eben, es wird simuliert, wie stark ist die Wolkenbedeckung in so einer Box. Und da gibt es Freiheitsgrade und da kann man jetzt zum Beispiel diese Parametrisierung verbessern. Und das macht man zum Beispiel so, dass man ein hochaufgelöstes Modell nimmt, was aber nicht über 100 Jahre in die Zukunft laufen gelassen werden kann, weil unsere Rechenkapazität das nicht hergibt. Und dann nimmt man diese hochaufgelösten Daten und nutzt die, um eine Abhängigkeit zu lernen, die eben dann auf der gröberen Skala konsistent ist. Da ist neuronale Netze zum Beispiel jetzt immer mehr, werden dort angewandt und werden untersucht. Und so wie in vielen Bereichen kausale Inferenz der ideale Partner oder das Komplementärmodul ist zu neuronalen Netzen, kann das auch hier gut angewandt werden, weil diese neuronalen Netze eben ein bisschen diese Blackbox-Eigenschaft haben und man nicht genau weiß, haben die jetzt Kausalstrukturen gelernt, was man ja will, oder haben die irgendwelche Korrelationen, die man in dem kurzen Sample, was man da hat, gelernt. Und solche Effekte haben wir zum Beispiel gesehen, dass da so ein bisschen in dem kurzen Datensatz Sachen gelernt wurden, die unphysikalisch sind. Und wir versuchen eben, das zu regularisieren, das neuronale Netz dazu zu bringen, Kausalbeziehungen zu benutzen. Und das ist ein Beispiel, wo wir die Klimamodelle direkt verbessern, weil dann diese Wolkensimulationsmodule dadurch in einem gröberen Klimamodell besser aufgelöst werden oder nicht aufgelöst, aber besser parametrisiert werden.